Also, ihr Lieben, Salandrion, Siodon, wollt ihr euch nicht vertragen? Ich habe extra für heute ein paar Kirschtörtchen gebacken. Wir können doch alle gemeinsam zurückgehen und dann essen wir die gemeinsam und dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Ein durchaus verlockendes Angebot, aber zunächst müssen wir diesen Prozess zu einem Ende führen. Das sind wir dem Angeklagten und den Klägern schuldig. Na gut, aber der junge Herr Abelmir, also der macht doch eigentlich einen ganz vertrauenswürdigen Eindruck. Egal, lasst uns mal zurückgehen. Nun gut, dann gehen wir. Nicht so schnell, ich bin nicht mehr so, mobil auf meine alten Tage. Ihr seid ja eh schon so kurz. Ja, so könnt ihr mit vielen verletzten oder hinkenden Personen, unter anderem durch das Alter gebeutelt, durch die Geräumenhaftigkeit oder durch Kriegsverletzungen wie bei Zordan Irelion wieder den Weg zurück antreten. Lasst dann wieder die ganzen Zuschauer zurück, die dann staunen. Vielleicht wieder irgendetwas, was dann im aventurischen Boden stehen wird, aber die Hesindakoluten oder die Leven der Akademie werden sicherlich sehr begeistert sein, ob der Darstellung, ob der Ausführung. Ja, so betretet ihr wieder den Gerichtssaal des Ordo Defensores Lecturia und Abelmir wird wieder Platz nehmen in der Mitte. Eingedenk der Tatsache, dass wir diese Angelegenheit nun geklärt haben. Herr Golmor, wollten Sie etwas sagen? Ja, wie wir es ja heute schon mal in diesem Prozess hatten und Herr Morini sich ja vielleicht eventuell nur falsch erinnert, wäre die Herrin nochmal bereit, ihn einem Eidsegen abzunehmen, dass er sich wirklich falsch erinnert? Bitte, bitte, bitte. Wir haben bereits einen Eidsegen in diese Gildenverhandlung hereingezogen. Ein weiterer wird auch nur wirklich die Autorität dieses Gerichtes untergraben. Denkt ihr nicht, respektabel ist? Und außerdem denke ich, ist es nur eine Prozesstaktik von diesem Gräuel. Aber ein Eid würde euch die zur Macht. Ich habe bereits einen Eid geleistet und ich bin nicht bereit, einen weiteren zu leisten. Einen weiteren Eidsegen wird nicht stattgegeben. Wenn die Anklage eine magische Befragung beantragen möchte, so kann sie dies sicherlich bei einem Gerichtsvorsitzer tun. Möchte die Anklage eine magische Befragung? Ich dachte, wir kommen noch auf dieses, wie hieß das nochmal? Sie wollten in seinen Kopf schauen? Da, ich dachte, da kommen wir noch zu. Dennoch aber sonst, müssen Sie ja es, gerne. Dennoch müssen Sie es beantragen. Ja, gerne würde ich das beantragen. Stattgegeben. Danke. Nun, dann kommen wir jetzt zum weiteren Punkt, der Herrn Abelmir Janorenus zur Last gelegt wird. Ich rufe Jasmina Apfelberger in den Zeugenstand. Ja, der Gerichtsdiener wird dann irgendwann die Tür öffnen und die junge Scholarin tritt dann hervor. Deutlich schüchtern und nimmt dann eingeschüchtert auf dem Zeugenplatz Platz. Hohes Gericht? Ja? Jasmine, du brauchst nicht nervös zu sein. Bitte? Verstanden. Ja, ja. Nun bitte, dann führe doch aus, was du dem Gericht zu sagen hast. Oh, alles über diesen Adeptus? Nun ja, es ist wichtig, um recht zu sprechen. Nun, aber er wird mir doch nichts tun, oder? Nein, dafür vielleicht könnten wir ihn hinaus. Nein? Nein. Das Gericht, wer ist diese Dame? Er erinnert sich gar nicht an mich nach allem, was er mir angetan hat. Nun, Abelmir, ja, Morenes, ich bitte um Ruhe. Bitte. Solarin Apfelberger, fahren Sie fort. Zuerst begegnete ich ihm hier in Punin. Da war ich noch Scholarin. Ich hatte noch nicht mein Gildensiegel bekommen. Und, naja, er war zusammen mit diesem anderen Adeptus von den Zyklopeninseln hier zu einem Studienaufenthalt. So begegnete ich ihm zum ersten Mal und damals arbeitete ich in der Bibliothek und eigentlich dachte ich, es wäre ein ganz rechtschaffener und
guter Markus und, naja, nicht Markus, aber Adeptus. Ihr wisst schon, verzeiht, hohes Gericht. Wozu? Nun, ich war ja in der Delegation, die zum Allaventurischen Konvent letztes Jahr geschickt wurde, als Helferin, um die ganzen Bücher zu tragen und die Neuanschaffungen zu katalogisieren und Mitschriften von den ganzen Sachen anzufertigen. Und dann begegnete ich dem Adeptus, ja, Morenis schon wieder und... Ich dachte, man könnte sich gut unterhalten, aber dann... Ihr müsst nicht weitersprechen. Doch, ich bestehe darauf. Sie beschuldigt mich Taten, möglicherweise, die ich nicht begangen habe. Fahrt fort, also. Wenn die Verteidigung doch bitte die Gnade hätte, auf ihre Zeit zum Befragen der Zeugen zu warten. Ich verstehe. Die Anklage darf mit ihrer Befragung fortfahren. Bitte. Nun ja, man erzählte sich so einiges unter den anderen Magierinnen auf dem Konvent über diesen Magier. Und er war ja kein unbekannter Magier, er ist ja schon sehr geachtet und ein Ehrenritter und alles. Und nun ja, und dann... Dann passierte das, dass er einfach so zwischendurch einen anfasste. Was? Ja, ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Und es war ganz furchtbar und ich habe mich sehr schmutzig gefühlt. Das sind ja ungeheuerliche Vorwürfe. Nun ja, und dann landeten wir auch irgendwo in einem privaten Etablissement und... ich wollte das gar nicht und dann prahlte er also ganz damit, dass alle ihm vertrauen und dass er so ganz viele Sachen weiß und auch Sachen, die verboten sind und ganz böse, aber weil jeder denkt, dass er so nett ist, dann haben sie ihm sie beigebracht und er will jeden aus dem Weg räumen, der sich ihm in den Gegenweg steht, wisst ihr hier? Das ist furchtbar. Und hat er jetzt euch... wisst ihr, warum ich so Angst habe vor ihm. Habt ihr euch gegenüber irgendetwas... hat er euch gegenüber etwas geäußert? Hinsichtlich dieses finsteren Wissens? Ich bin ganz schockiert. Ja, eine Wendung im Prozess, die ich nicht für möglich gehalten hätte. Ich weiß nicht, es hat irgendwas mit dem Herbeirufen von nichtderischen Mächten wohl zu tun. Er ist darauf genauer eingegangen und... Bitte, hohes Gericht? Hat er noch etwas gesagt, was dieses aus dem Wegräumen anging? Nun, er machte eine Andeutung, dass er über... beträchtliche Kontakte und Fähigkeiten verfügt und im Namen von jemandem handeln könnte oder einer Organisation, die sehr mächtig wäre. Ich weiß nicht, er machte nur so Andeutungen. Und er hat trotz eures Einspruches, nun ja, mit euch, ist das korrekt? Keine weiteren Fragen. Bin ich entlassen? Kann ich jetzt gehen? Nein. Ich befürchte, der Angeklagte, der sich selbst verteidigt hat, ebenfalls noch die Möglichkeit, euch zu befragen. Doch sorgt euch nicht, euch wird kein Leid widerfahren. Nennt bitte euren Namen noch einmal. Ich bin Josmene Apfelberger. Und ihr habt mich auf dem Konvent kennengelernt, sagt ihr? Nein, hier in Punin, bei eurem Studienaufenthalt mit dem anderen Adeptus. Und ihr sagt, ich hätte euch angefasst und zu ungeheuerlichen sexuellen Handlungen veranlasst. Ich weiß jetzt nicht, ob ungeheuerlich. Und ihr sagt, ihr wolltet das nicht.
Ja. Ist das eure Aussage? Ja. Ich frage euch noch einmal. Ist das eure Aussage? Ich finde euch nicht attraktiv. Ihr wisst, dass ich beantragen kann, in euren Kopf zu sehen, ob diese Aussage der Wahrheit entspricht. Und ihr seid euch der ungeheuerlichen Konsequenzen. Er schüchtert ganz offensichtlich die Zeugin ein. In der Tat. Ich wollte nur die Elevin darauf hinweisen, dass diese Anschuldigungen ungeheuerlich sind. Und ich möchte. Die Elevin ist dies von vornherein bewusst, da sie sich dem Gericht selbst anvertraut hat. Und ist ihr auch die Konsequenzen einer Lüge gewiss? Ich gehe selbstverständlich davon aus. Eleven, seid ihr euch dieser Anschuldigung und dieser eventuellen Anklage wegen einer Lüge klar? Ah, sie schaut verdächtig zum Gräuben. Bin ich jetzt angeklagt? Nein. Seid ihr euch der Angelegenheit im Klaren, was das für euch bedeutet, wenn ihr euch einer Lüge bedient? Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass es mir ganz klar so vorkommt, als würde hier ein, sagen wir mal, älterer Magier die Zeugin ganz klar einschüchtern mit seinem wohl Einfluss, wie ich es einmal nennen würde, wo auch immer der herkommt. Nun, ich beantrage, dass diese Person magisch befragt wird, ob ihre Anklage der Wahrheit entspricht. Ihr stellt einen Antrag auf magische Befragung. Dann stelle ich das hiermit. Nicht stattgegeben. Ich werde angeklagt und... Ihre Respektabilis. Bitte dies verweise. Bitte? Werdet ihr dies wirklich verweise? Nun. Das ist eine sehr drastische Anschuldigung, die uns bislang nicht zu Ohren kam. Allerdings hat sich jeder Solarin auch nicht zu Schulden kommen lassen. Und gerade im Laufe eines solchen Prozesses wird doch viel Dreck aufgefüllt. Ist es dann nicht besser, sie einer sanften sich zu unterziehen, anstatt sie noch weiter diesen Fragen auszusetzen? Doch, das macht Sinn. Ja. Vielleicht in einer Einzelsitzung nur mit dem Gericht und ohne Beisitzer und die Angeklagten. Das werden wir im Verlauf dessen dann handhaben, genau. Es steht ja ohnehin bereits eine magische Befragung des Angeklagten im Raum. Stattgegeben. Eine magische Befragung auf sanfte Weise wird durchgeführt. Dann habe ich keine weiteren Fragen. Verzeiht mir, ich habe mich bisher noch nicht eingemischt, aber ich kann ebenso eine göttliche Visitation anbieten. Auch dies stünde uns prinzipiell zur Verfügung. Das Gericht dankt dem Angebot der Elvinde Kirche, weist aber darauf hin, dass es sich hier um eine magische Verhandlung handelt. Ich entschuldige mich. Es gibt nichts, wofür ihr euch entschuldigen müsstet. In der Tat. Aber mir, ja, Morenas, wollt ihr zu diesen Punkten Stellung beziehen? Ich weise diese Anschuldigung vehement zurück. Ich kenne diese Person eventuell von meinem Studium, aber ich bestreite vehement, dass ich sie körperlich angefasst oder sonstiges mit ihr angestellt habe. Gut, nur um das für mich klar zu machen. Ihr bestreitet also jedwede sexuelle Handlung mit der Person, die hier vor uns sitzt? Exakt dies. Dass sie nicht über beträchtliche Kontakte, Fähigkeiten und Ähnliches verfügt und... Das stand nicht zur Frage. Nun, das hat sie euch aber ebenso vorgeworfen und diese nutzen würdet, um andere Leute aus dem Weg zu räumen. Das bestreite ich ebenfalls. Ich habe dieser Scholarin nichts dergleichen erzählt oder unterbreitet. Nun, die Frage steht aber nicht im Raum, ob ihr der Scholarin das erzählt habt, sondern ob ihr darüber verfügt. Eine andere Fragestellung des Kasus. Stehen jetzt meine Verbindungen unter... Nein. Es bezieht sich hauptsächlich auf das Aus-dem-Weg-Räumen, das die Scholarin angesprochen hatte.
Sicherlich verfüge ich mannigfaltige Kontakte zu außergilden, gerichtlichen oder gildenmagischen Einrichtungen und Personen. Das ist wohl wahr, aber ich habe nicht dergleichen. Ja, leg diese doch bitte offen. Warum muss ich dies tun? Stehe ich unter Zwang, dies zu tun? Nein, tut ihr nicht, aber ihr macht euch damit unglaubwürdig, wenn ihr es nicht tut. Denn nur anhand dieser Aussage können wir verifizieren, ob ihr Kontakte habt, die dazu dienen, jemanden aus dem Weg zu räumen oder nicht, wie es euch von der Scholarin vorgeworfen wird. Warum sollte ich jemanden beauftragen, jemanden aus dem Weg zu räumen, wenn ich das selber tun könnte? Das macht keinen Sinn. Aha. Würden Sie das vielleicht ausführen? Nun, ich bin ausgebildeter Kampfmagier, wie ihr wisst. Warum sollte ich einen anderen Magier beauftragen, einen Widersacher zu beseitigen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Und ich bezweifle, dass ihr dazu berechtigt seid, meine Kontakte zu hinterfragen. Ja, auf diese Kontaktanfrage scheint ihr recht überrascht zu reagieren, wie mir scheint, und auch emotional. Vielleicht sollten wir an dieser Stelle weiterforschen. Natürlich. Ich würde es gerne zum Gegenstand der magischen Befragung machen. Natürlich wird mir unterstellt, ominöse Kontakte zu verbotenen Organisationen zu haben. Ich verwehre mich gegen diesen Vorwurf. Nun, ihr könnt euch aber doch hier dann sortiert ein weinbeflecktes Blatt aus einem Dissen aus. Nicht den Vorwurf verwehren, dass ihr mehr als einmal Kontakt zu Magister Magnus Nigromanticus Polbera hattet. Exakt dies. Aber auch meine Gefährten hatten dies. Wollt ihr ihnen auch vorwerfen, den Kontakt zu besitzen? Eure Gefährten stehen nicht vor einem Gildentribunal der großen grauen Gilde des Geistes. Und wie sollte ich mich wehren, wenn ihr diesbezüglich Kontakt zu mir aufnehmen sollte? Sollte ich ihm eine Audienz verweigern, nur um den Gildenstatus aufrechtzuerhalten? Dies ist es, was man im Rahmen eurer gildenmagischen Pflichten von einem Manettus Major erwartet. Den guten Ruf unserer Gilde zu wahren. Oh, verzeiht. Das ist ein Gespräch, das nur hier in diesem Elfenbeinturm geführt werden könnte. Im Feld kann man sich seine Freunde und Feinde nicht aussuchen. Kommen wir darauf doch einmal zu sprechen. Mir ist ebenfalls zu Ohren gekommen, dass Alara Palligan euch wegen Hochverrates angeklagt hat. Im Feld kann man sich seine Freunde nicht aussuchen. War es nicht genau dieser Grund, weswegen sie euch angeklagt? Nun, dies war politisch bedingt. Wir standen ihr politisch im Weg und nun ja. Ich denke nicht, dass wir jetzt so abschweifen sollten zu so einem Thema. Sexuelle Belästigung ist eine sehr schwere Anschuldigung und sollte er dies wirklich getan haben, ist das ein wahrlich wahrscheinlich größeres Verbrechen als das, wofür er angeklagt ist. Ich schlage vor, dass wir nicht der Scholarin, sondern ihm persönlich in die Gedanken und in die Erinnerungen schauen, ob er jemals so etwas begangen hat. Wenn er Recht behält, dann nun ist er unschuldig, der Anschlagsklage. Ich stehe natürlich selbstverständlich zur Verfügung. Ich kann mir keine Möglichkeit vorstellen, dass dies jemals geschehen sein sollte, ob es nun bewusst oder unbewusst geschehen wurde, war. Nun gut, dann wird dies mit auf die Liste der angefragten magischen Untersuchungen kommen. Dürfte ich noch einmal zurückkommen auf seinen Punkt, er könnte sich seine Freunde nicht aussuchen? Bitte nur zu. Du merkst, wie er einen Brief ausbreitet. Ich habe mich über sie informiert, natürlich. Ich bin ja auch die Anklage. Und zwar wurde mir ein Brief zugetragen von Chorgeweihten, tatsächlich sogar. Man soll es nicht glauben, aber tatsächlich. Und da steht, dass ihr in einer Arena in Golgomak strittet. Und zwar für den Ruhm eines gewissen Herrn, den man hier zitiert als Gaius Cordovan Eslam Scalotta. Ist das korrekt? Das ist nicht korrekt. Ich habe niemals für Galotta gekämpft. Aber ihr habt in dieser Arena gekämpft? Nein. Ich habe gekämpft als unter dem Deckmantel
einer, nun ja, Untersuchung, die vom Mittelreich in Auftrag gegeben wurde. Ich kann über diese Angelegenheit nicht weiter sprechen. Ihr seid nicht befugt, dies zu erfahren. Es erscheint mir sehr praktisch, eure Argumentation. Ihr könnt euch natürlich einen Dispens vom Kaiserhaus holen oder von der KGIA, dass ich darüber Auskunft geben kann. Dann können wir weitersprechen. Ich denke, die Reichsverweserin wird uns diesen Dispens binnen von 3 Tagen zustellen. Dann tu das. Aber dann habt ihr in der Arena gekämpft. Das ist richtig. Das ist wohl wahr. Habt ihr in dieser Arena mit einem Chorgeweihten gekämpft und diesen schwer verletzt? Ich habe mit ihm gekämpft, aber ihn natürlich nicht bezwungen. Einen Chorgeweihten besiegt man nicht so leicht. Erinnert ihr euch noch an die genauen Begebenheiten dieses Turniers? War es ein Turnier bis zum ersten Blut, bis zum zweiten? Wurdet ihr selbst verletzt in diesem Turnier? Ich wurde schwer verletzt in diesem Turnier, jetzt ist wahr. Ja. Also kann man davon ausgehen, dass es eher ein Duell bis zum Tode war, oder wurdet ihr unglücklicherweise schwer verletzt? Nun, ich, wenn mich meine Erinnerungen nicht trügen, war es ein Duell mit scharfen Waffen, nicht so wie im Mittelreich üblich. Dabei können natürlich schwere Verletzungen auftreten und man kann die Verletzung nicht so sehr steuern. Reicht euch das als Antwort? Natürlich, vielen Dank. Aber wo ich gerade mein Briefchen aufgefaltet habe. Hier steht des Weiteren, dass ihr ein Artefakt geführt habt. Das soll die Geierhafe heißen. Könntet ihr das weiter erläutern? Auch dies fällt unter die Verschwiegenheit. Ja, das habe ich befürchtet. Könntet ihr denn zumindest einen groben Umriss von euren dortigen Tätigkeiten dem Gericht mitteilen? Nun, es ging um die Auskundschaftung Jolgomax und die Verschwörung, die der nun jetzt tote Heptarch Galotta gegen Gareth und das Mittelreich hegte. Wie gesagt, ist ein Reichsinterner. Über die sie auch nicht sprechen können, wie ich befürchte. Natürlich nicht. Ja. Dann muss ich das Hohe Gericht auch tatsächlich um so eine Art Dispens bitten, weil das scheint mir eine sehr einfache Verteidigung. Das Gericht möchte die Anklage bitten, doch auf den Punkt herauszukommen, den sie herausarbeiten möchte. Denn derzeit wird eine moralische Verfehlung des Abel Meyamorenes angedeutet, derzeit angeklagt. Nichtsdestotrotz aber kein klarer Verstoß gegen das Gildenrecht. Darf ich noch einen letzten Punkt aufmachen, bevor ich meine Briefchen wieder wegpacke? Ja, bitte. Ich habe mit einer Frau gesprochen, die Frau des ehemaligen Bürgermeisters von Gareth. Sie hat mit ihm ein Gespräch geführt, bei dem sie sich meinen zu erinnern, dass er ihr mit dem Tode gedroht haben soll, zumindest mit dem Tod ihres Mannes. Könntet ihr den genauen Wortlaut wiederholen, mit dem ich ihr angeblich mit dem Tode gedroht hat? Oder könnt ihr euch Unfall. Nicht mit daran nicht erinnern? Ihr Unfall fragtet ihr mich vorhin nach dem genauen Wortlaut meiner Beschwörung. Nun kann ich dies ebenfalls von euch verlangen, nicht wahr? Also, das steht so hier nicht in dem Brief und das Hohe Gericht bat also meinen genauen Wortlaut, ich nicht. Nein, meine Frage war, ob wir es zu dem Blick in seine Gedanken hinzufügen könnten. Ankläger, sie meint, sich erinnern zu können. Die Frau hat ihren Mann kürzlich verloren, deswegen ist natürlich sie in einer Art Trauerphase. Und sie kann sich an das Gespräch erinnern, fühlte sich auch bedroht. Dankeschön. Einspruch, dieser Tatsache oder diese Anschuldigung hat nichts mit dem eigentlichen Prozess zu tun, nicht wahr? Das hat das was damit zu tun, dass sie behaupten, sie könnten Leute aus dem Weg räumen. Denkt diese Frau, dass die Drohung auf eine Anwendung von Magie hinauslaufen würde? Er ist ein Magier, davon ist auszugehen. Ich meine, ihr würdet ja auch bei einem, sagen wir zum Beispiel, Söldner davon ausgehen, dass er euch den Kopf einschlägt, und bei einem Händler eher, dass er vermutlich jemanden bezahlt. Ein sehr poetisches Bild. Gut. Respekt, ich schlage vor, dieser reine Respondent-Fragen zu beschränken. Mir
seid der Fachmann dafür, nicht wahr? Darum. Anblick in den Gedanken ist immer für alle ein invasiver Prozess. Ich denke, diese spezielle Anschuldigung lässt sich mir dann einfach in die anderen Fragen aus dem Weg räumen. Solange der Wahrheit damit Genüge getan wird? Ja. Nun gut. Habt ihr also eine klare gildenrechtliche Anschuldigung gegen den Adeptus Yamorinus oder wollt ihr nur weiter seinen guten Namen vor uns durch den Dreck ziehen? Nun, es scheint mir, dass die klare Anschuldigung, die dahinter steckt, das Drohen mit Magie zum Verschaffen eines Vorteils. Nun, eine solche Drohung, wir können natürlich Magister Cosma befragen, er scheint mir aber doch ein weltliches Problem zu sein, bis wirklich Astralmacht eingesetzt wird. Und über etwas solches zu urteilen, steht uns nun wirklich nicht zu. Wenn es sich um einen entsprechenden Aspekt der im Codex Albiricus angesprochenen und reglementierten Tätigkeiten handelt, dann sehr wohl. Wie Ihr Spektakel ist, meint, wie ich schon angenannt vorhin, dass wir hinterher in einer ausgiebigen Sitzung dieser Anschuldigung von Magister Cosma beurteilen lassen. Ich denke, das ist die sinnvollste Herangehensweise an das Ganze, ja. Hat die Anklage weitere Zeugen, die ich sie aufrufen möchte? Zeugen tatsächlich nicht. Es gilt nur noch einmal, und verzeiht mir jetzt diesen großen Griff, aber ich gehe jetzt nochmal in eine andere Richtung. Und zwar, die ehemalige Convocata Prima der Grauen Gilde hat ihre Erinnerung verloren. Das ist bestimmt allen ein Begriff hier. Richtig. Was ist mit den Erinnerungen? Genau. Die gute Dame wurde von Moskitos, den ersten Namen will ich nicht erwähnen. Die sind uns dessen allen bewusst. Genau. Worauf wollen Sie hinaus? Ich habe hier Informationen, dass Herr Morenis Teile dieser Moskitos einsammelte und an eine Schwarzmagierin weitergab, die damit sich von dannen gemacht hat. Zeigen Sie mir diese Informationen bitte. Wie du merkst, dass sie dir einen Brief reicht, wo drin wohl Zeugenaussagen, Gerüchte, also nichts Handfestes zumindest. Ich schiel da mal von der Seite rein, während er das liest. Ich wollte es nur, dass ihr ihn einmal danach fragt. Wenn er dann das verneint, dann ziehe ich das sofort zurück. Herr Yamorinus, nehmen Sie bitte Stellung zu diesen Vorwürfen. Nun, ich bin erstaunt, woher dieser Greuel mit dieser Information hat. Ich frage mich, aus welcher Quelle er seine Information bezieht. Könnt ihr die Quelle offenlegen? In diesem Fall waren es tatsächlich Gerüchte aus dem Raum Garnet. Gerücht von wem? Lass Sie mich nachschauen. Hier steht einmal Mater Küchenhilfe. Dann habe ich noch einen Herrn befragt, der betreibt vor Ort ein Gasthaus. Sie befragt also Bürgerliche? Natürlich. Angestellte? Könnt ihr einfach die Frage beantworten? Weil wenn ihr sie verneinen könnt, dann braucht ihr meine Quellen gar nicht in den Dreck zu ziehen. Nun, dann steht wohl mein Wort gegen Ihr Wort, nicht wahr? Deswegen wollte ich ja dann erfragen, ob ihr es in die Befragung mit hinzufügen könnt. Wie habt ihr diese Information erlangt? Habt ihr sie bezahlt dafür? Natürlich, wie soll ich denn sonst jemanden dazu bringen? Ich habe dann Leute nach Informationen über euch gefragt. Dann habt ihr die Quelle korrumpiert, wenn ihr sie bezahlt. Dann diktieren sie euch das, was ihr von ihnen verlangt, nicht wahr? Adeptus, dies ist nicht eure Befragung. Wenn ihr euch verteidigen möchtet, könnt ihr Stellung beziehen, nachdem die Anklage ihr Argument angelegt hat. Also, was Herr Morenis ja sagt, ist, ich möchte einfach nur, dass wir das in diese magische Befragung mit aufnehmen. Sieht das Hohe Gericht dabei ein Problem? Es ist nicht notwendig. Dies ist eine sehr, sehr starke Anschuldigung. Eben. Und es handelt sich um eine interne der Grauen Gilde des Geistes.